Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Purpur Part. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir hier das Herrscher-Pokémon platt gemacht. Das war ja relativ einfach. Ich bin immer noch der Meinung, ich habe storytechnisch irgendwie in der Reihenfolge was falsch gemacht. Ja, nichtsdestotrotz... Wir haben für heute ein weiteres Ziel. Aber erstmal, was haben wir beim letzten Mal durch das Herrscher-Pokémon bekommen? Das Schwimmen! Ja, wir können jetzt hier im Wasser schwimmen. Endlich! So viele Möglichkeiten, die sich damit auftun. Zum Beispiel hier Windschnitt zu holen. Ja, wie gesagt, heute Team Unlicht. Von den fünf Typen. Da vorne sehe ich sogar schon die Banner. Zumindest denke ich mal, dass das die Banner sind. Einfach direkt noch mit TM. Mir flitzt jetzt auch nicht wirklich ein neues Pokémon rum, sobald ich das sehe. Okay, ich sehe es gerade durch diesen Kampf, ne? Ich habe den jetzt auf jeden Fall deswegen auch drin gelassen. Die Pokémon hier sind definitiv viel zu schwach. Also wir sind genau genommen viel zu stark. Wir hätten das hier zuerst machen müssen. Mein Fehler, nicht mehr rückgängig machbar. Müssen wir mit leben. Hier ist eine kleine Höhle. Oder sagen wir mal einen Durchgang. Ja, da vorne ist halt das nächste Team, ne? Da hole ich mir aber vorher beim Pokémon Center erstmal hier meine Terra-Kristallisierung zurück. Die ich gerade beim letzten Mal verloren habe. Ich mache das übrigens gerade so, dass ich... Ich habe ja jetzt vor, hier die ganzen Dinge hier abzuarbeiten. Den einmal, den und dann direkt das hier. Dass ich das alles am Stück aufnehme. Also ich nehme jetzt hier gerade, ich schätze, 4 Folgen hintereinander auf. Kann ich jetzt gerade zu dem Zeitpunkt nicht ganz genau sagen. Ach, wisst ihr Leute, was ich mir gar nicht bisher angeguckt habe? Was haben eigentlich die letzten TMs, also was hat das letzte Team an den TMs dazu gegeben? Nee, die TMs hatte ich schon. Ich glaube, Zen Kopfstoß ist auf jeden Fall darunter. Die Kreuzschere. Felsgrab eventuell. Steinhagel. Oh, das könnte ich sogar machen. Mache ich mir mal eine TM von. Weil Steinhagel eigentlich schon sehr stark ist. Dunkelklaue müsste auch noch dazu gekommen sein. Rambos habe ich so gefunden irgendwann. Schmalhorn könnte noch dazu gekommen sein. Und ansonsten nichts. Ich wollte halt mal so grob drüber gucken. So. Jetzt ist Team Unlicht dran. Ich bin noch auf dem richtigen Weg. Wieso drücke ich immer Minus? Auf Y ist die Karte. Hier vorne gleich einfach rechts abbiegen. Ich habe übrigens auch Lucario wieder mein Team geholt. Das werde ich gleich auch an die Spitze packen. Hallo. Ah, Leval. Okay. Die kämpfen ja gegen die gegen das Mobbing an. Okay.
Und jetzt, ich habe auf einen Anruf von Cassiopeia gewartet. So, du kommst an die Spitze. Dann noch ihr beide. Ich habe übrigens Sedisal mal die Flinkklau gegeben, weil es da am nützlichsten ist. Ja, ich bleibe ja schon stehen. Die Segenbande, okay. Doch. Bin keine Knalltüte. Aber kann sein. Ich werde für ihn gewinnen, keine Sorge. Mädel, die mal so fertig. Och, ein Kramox, wie süß. Soll ich dir mal Lucario vorstellen? Aurasphäre! Merkt ihr doch, du bist instant down. Na gut, ich bin auch ein bisschen zu overlevelt. Das macht mich nicht respektloser. Willst du es auch versuchen? Ciao. Oh, das wird ja einfach. So, ich klinge da mal, ne? Ich habe meine Pokémon schon zurechtgelegt. Ja, das wird ja easy. Lucario ist schon bereit, den Kramuxen auf die Nase zu geben. So, ein paar Sneebel. Sogar doppelt sehr effektiv. Oh, ihr habt Zoroas. Gib mir eins ab. Easy. Helf da mal mit. Easy, sag ich doch. Warum habt ihr alle denselben Wagen? Du siehst auch aus wie ein DJ-Kollege.
Nee, ich will auch nicht mein Auto halten. Okay, Pino. Soll ich dir was zeigen? Ich habe ein Lucario. Das wird jetzt eine Terra-Kristallisierung zusätzlich noch machen. Eine Terra-kristallisierte Aurasphäre. Ja, damit tut das Pokémon schon leid. Das wird jetzt einfach instant gereckt. Kamehameha! Sag ich doch. Ja, das Auto mal wieder, ne? Level 20er Segin Starmobil. Ich weiß ja nicht, ob die Aurasphäre Schaden machen wird. Oh, er macht mir so viel Schaden. Aber deine Musik ist gut. Dein Pokémon nicht so. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ne? Wir sind eventuell ein bisschen zu overlevelt. Ich hätte das hier zuerst machen müssen. Ich habe die Reihenfolge nicht richtig gehabt. Dadurch ist der Kampf jetzt zu einfach gewesen. Das ist Pino. Ja, schon wichtig. Wir haben ja auch zu viel Druck. Schmarotzer. Perfekt für DJ. Ja, ich war leider ein bisschen zu overpowered für dich. Ich wünschte, ich hätte dir einen fairen Kampf bieten können. Ja, es macht mir schon Spaß. Ich bin ja so gut wie nie dort, deswegen macht es mir Spaß.
Okay. Deswegen also Team Star. So Partymuffel. Ich hab doch gesagt, deine Musik ist gut. Du bist ein guter Kerl. So, und jetzt kommt hier der eine wieder, ne? Damit fehlen auch nur noch zwei Bosse. Was ist das für ein Mensch ist das denn? Och, vielen Dank. Kann ich gut gebrauchen. Ich bin immer noch der Meinung, dass du Cassiopeia bist. Oder der Big Boss, eins von beiden. Vielleicht sogar beides. Los, Nutzschlecker! Deinen Schatz? Danke. Keine Sorge, ich gebe mir Mühe. So, jetzt kann ich einfach hier das hier als Abkürzung nehmen, oder? Nein, ein kaputter Automat. Also wir haben wieder ein Team von Team Star erfolgreich platt gemacht. So, und von hier aus kann ich doch direkt weiter, oder? Zu der Stadt. Ja. Dort können wir dann beim nächsten Mal den Arena-Leiter machen. Ich will jetzt noch zu dem Pokémon-Center. Ich will wissen, was ich an TMs gerade bekommen habe. Das interessiert euch doch bestimmt auch. Dann gib mal Gas, mein kleiner Kumpel. So, hier ist das Pokémon-Center. Dann gucken wir uns mal an, was haben wir an TMs bekommen. Grimasse. Ich glaube Schutzschild, Staffette und Schlafrede. Die Feuersäulen hatten wir glaube ich vorher nicht.
Die Wassersäulen auch nicht. Mystowellen auf jeden Fall nicht. Die sind auch neu dazugekommen. Der Ladestrahl eventuell. Ja, die Pflanzensäulen sind auch noch dazugekommen. Also die Säulen sind definitiv dazu. Eiskreisel. Das könnte eigentlich eine nützliche Fähigkeit sein. Stachler ist dazugekommen. Ne, Dampfwalze. Und ansonsten... keine weitere Fähigkeit, oder? Nee. Bin alle einmal durch. Haben wir ja gesehen, welche Fähigkeiten jetzt noch dazugekommen sind heute. Ihr wisst ja, was der Plan fürs nächste Mal ist. Beziehungsweise, was ich jetzt als nächstes aufnehme. Der Weg des Schelms, da werden wir den Wasserarena-Leiter bekämpfen. Und darauf folgend holen wir hier den Bodenherrscherorden. Und dann würde ich erstmal meine Pokémon trainieren, bis sie Level 40 sind. Und ja. Dort holen wir uns dann den Arena-Orden. Darauf folgend. Ich glaube, der Pfad der Legenden hier mit den Herrscherorden wird auch das erste sein, was wir fertig machen werden. Würde ich jetzt so aus dem Stand heraus sagen. Weil das halt auf dem Weg mit wäre, würde ich dann nach dem Orden diesen hier holen. Das wäre halt der letzte Herrscher. Na gut, Leute. Ich würde dann aber an der Stelle sagen, ich hoffe mal, dass ihr Spaß beim Zusehen heute hattet. Wenn ja, ein Abo dalassen, ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.